Also es freut mich einmal, dass sich so viele daher verirrt haben bei den Linux-Tagen zu WSL, PowerShell und Chocolaty, weil es doch eher mal ein bisschen alternativer Vortrag für so eine Veranstaltung ist. Aber ich hoffe, dass ihr das nichtsdestotrotz lustig finden werdet oder zumindest, dass ihr ein bisschen einen Mehrwert davon haben werdet. Also ich fange jetzt gleich direkt an. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Manfred. Ich bin ein Softwareentwickler hier in Graz bei der Firma KS Engineers. Und ja, das Ganze mache ich jetzt circa seit 8 Jahren. Neben der Arbeit als Softwareentwickler reise ich sehr gern, mache relativ viele Fotos. Und eigentlich bin ich ja selbst wirklich Linux-User, Linux-Advokat seit circa 2004. Also da habe ich jetzt eigentlich seit 2004 privat nie an Windows-Rechner in dem Sinn jetzt auch besessen. Dieses komische Ding, was ihr da seht, ist jetzt tatsächlich die Ausnahme. Das habe ich jetzt seit einem Jahr und das wollte ich haben, weil es gut ausgeschaut hat, weil man darauf sehr gut zeichnen kann. Ja, das ist es aber eigentlich. Und in der Arbeit bin ich jetzt vermehrt wieder mit Windows in Kontakt gekommen, seit 2011, eben seit ich bei KS bin. Und seit 2016 habe ich auch angefangen, so eben ja administrative Tätigkeiten im Rahmen meiner Arbeit zu machen. Und das ist ein bisschen der Grund, warum ich da heute über diese Themen sprechen werde. Wie gesagt, jetzt nur ganz kurz, selbst eigentlich eingeschworener Linux-User seit 2004. Mir hat scheinbar SUSE immer relativ gut gefallen, wie ihr da auf den Folien seht. Und habe halt verschiedene Sachen schon durchprobiert. Also ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Bin nicht ganz sicher, als letzte seit 2017 verwende ich eigentlich nur mit Manjaro Linux. Das ist so, das ist der Shit momentan, finde ich. Das ist das Coolste von Arch und anderen Sachen, die das Ganze nutzbar machen. Also das ist so meine Erfahrung mit Linux als Linux-User. Diese Distros, damit ihr vielleicht dann später ein bisschen wisst, warum ich wo herkomme, wenn ich diverse Aussagen treffe. Ja, aber darum geht es eigentlich nicht. Wir reden heute über WSL, das ist das Windows Subsystem für Linux. Wir reden ein bisschen über PowerShell und ich erzähle euch noch ein bisschen was über Chocolaty. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wir bei den Linux-Tagen über sowas reden überhaupt. Und die Antwort ist einfach: zwischendurch muss man halt tun, was man tun muss. Und das ist auch so, einige von euch werden jetzt wahrscheinlich ja gar nicht drum rumkommen, selbst wenn wir Linux-Community sind, dass man halt zwischendurch einmal was auf Windows machen muss. Und sei es jetzt, weil man Desktop-Software für Windows entwickelt, gut, jetzt können wir wieder darüber streiten, ja, man kann auch auf Linux Desktop-Software für Windows entwickeln, gerade wenn man jetzt Richtung Web-Apps und so weiter geht. Aber sagen wir mal, du musst eine MFC-App schreiben oder WinForms-App. Dann viel Spaß, wenn du nur auf Linux arbeitest. Also zwischendurch kommen wir einfach nicht drum herum, dass wir zumindest eine Testumgebung oder was in Windows haben. Und da müssen wir uns damit beschäftigen. Aber eigentlich ist das nicht der Grund, warum ich darüber rede, weil ich finde es nämlich wirklich ziemlich cool. Also Windows Subsystem für Linux, PowerShell und Chocolaty machen wirklich die Arbeit auf Windows und mit Linux und auf Linux mit Windows einfacher. Das heißt, das geht ein bisschen in beide Richtungen, vor allem weil ich jetzt da über WSL und über PowerShell reden werde und dann später noch über Chocolaty. Aber jetzt einmal genug Intro und Zeugwerk. Was ist das Ganze? Also das erste, Windows Subsystem für Linux. Jetzt kurz bitte mal Handzeichen, wer weiß oder wer hat davon gehört, von WSL? Ja, doch, das sind gut 2 Drittel. Jetzt nochmal kurz Recap. WSL, Windows Subsystem für Linux, ist einmal ein paar Aussagen. WSL ist keine Virtualisierung. Das ist einmal ein großer wichtiger Punkt. WSL ist kein Zugwind, das ist ein wichtiger Punkt. Da ist jetzt nichts, was recompiled worden ist, dass es dann auf Windows läuft. WSL ist ganz einfach die Möglichkeit, dass ich ein vollwertiges Linux-Environment mit dem Endeffekt allem, was dazugehört, mit POSIX-Binaries und so weiter, in Windows ausführen kann. Das Ganze läuft über einen kleinen Trick, den Microsoft gemacht hat, den sie eh schon eigentlich seit Ewigkeit kannten, aber jetzt nochmal verfeinert haben. Es gibt im NT-Kernel schon seit Ewigkeiten eigentlich ein POSIX-Compatibility-Layer. Das heißt im Endeffekt, das war schon lang möglich auf Windows, im Endeffekt mit POSIX Standard ähnlich, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, zu arbeiten. Es ist jetzt aber so, dass Microsoft hergegangen ist und was relativ Schlaues gemacht hat. Die haben jetzt ein Kernel-Modul, dieses WSL-Kernel-Modul, das fängt eigentlich alle Linux-Syscalls ab und biegt die dann um auf entsprechende Windows-NT-Syscalls. Und haben das aber im Endeffekt so gut gerappt, dass dieses Kernel-Modul, sobald es geladen wird,
von beliebigsten Distributionen sozusagen angesprochen werden kann. Das sind dann diese WSL-Distros, die man zum Beispiel im Windows Store beziehen kann. Das heißt da Ubuntu oder SUSE oder Kali oder was man immer gerade braucht. Kann dann mit diesem Compatibility Layer, mit diesem Windows Kernel Driver sozusagen ganz normal kommunizieren und kann aber den, also das ist jetzt nichts Emuliertes. Das heißt, es ist keine Virtualisierung und im Endeffekt wird das die Kernel-Schicht von Microsoft gestellt und der Rest drunter sind wirklich unsere nativen Linux-Tools, Binaries, die wir ausführen wollen. Das Ganze geht relativ schnell, dadurch, dass das halt jetzt wirklich so nur diesen einen Zwischenhüpfer macht und keine Virtualisierung da mit im Spiel ist. Das heißt, man kann sich das eher so vorstellen wie eine Containerlösung in Wirklichkeit. Ja, warum braucht man das überhaupt? Viele Linux-User haben einfach Tools, die sie gern verwenden und auch auf Windows weiter verwenden wollen. Und das geht jetzt mit WSL. Also wir können WSL auf Windows 10 aktivieren und damit können wir dann zum Beispiel in der Ubuntu-Distro haben wir dann apt-get drinnen. Wir können uns, ja, keine Ahnung, LampStack ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wir können einfach unsere Lieblings-Linux-Tools einfach direkt im Windows verwenden. Und zum Beispiel ein Bekannter von mir, der verwendet Emacs. Und Emacs auf Windows ist relativ langsam. Obwohl Emacs super cool ist, auf Windows ist er relativ langsam und damit zu tun, dass der sehr viele Prozesse spawnt und Windows ist jetzt nicht besonders gut darin, viele Prozesse anzuschmeißen. Linux ist da besser drin, deswegen läuft der Emacs unter Linux auch flüssiger wie unter Windows. Und der Emacs läuft unter WSL auch besser unter Windows und es geht deswegen, weil Microsoft relativ schlau war und gesagt hat, gut, alles was wir jetzt aus der WSL rausstarten, das ist schon ein Prozess, aber die nennen das jetzt Pico-Prozess und die das geht einfach fünfmal schneller, einen Pico-Prozess zu starten, der in der WSL läuft, als für einen richtigen Prozess, der auf dem Windows-Kernel läuft. Und von dem her hat man da sogar also ein bisschen Performance-Gewinn, wenn man das Ding in der WSL laufen lassen, als wenn man es nativ auf dem Windows laufen lässt, wenn man das denn braucht zum Beispiel. So, wie kann man WSL aktivieren? Ich selbst verwende eigentlich sehr viel PowerShell auf Windows für die Konfigurationsgeschichten. Also da gibt es zum Beispiel, wenn man über die PowerShell das Enable Windows Optional Feature Commandlet verwendet, dann kann man sagen, ja, ich hätte ganz gern das Feature Microsoft Windows Subsystem Linux. So, meine Maus geht jetzt zwar gar nicht, aber ich sehe, das ist die erste Zeile da. Ja, und damit hat man jetzt das WSL sozusagen aktiviert. Das installiert das optionale Feature, das ist eigentlich nur dieses Kernel-Modul und da ist jetzt noch nichts mit dabei großartig. Man kann das dann gleich einmal starten. Ich werde dann später noch eine kurze Demo machen. Der sagt dann, ja, schön, du hast WSL, das Kernel-Modul läuft, aber ich habe kein Distro. Und dann kann man jetzt nur hergehen und sich verschiedene Distributionen installieren. Die sind da relativ lightweight. Also so Ubuntu hat, glaube ich, gerade die aktuelle Version, die ich vor so 300 Megabyte oder so. Und dann hat man ein Ubuntu-Environment, das in Windows einfach läuft. Als Prozess. Und man sieht dann diesen WSL, diesen Ubuntu-Prozess zum Beispiel auch im Task Manager. Man sieht auch alle Linux-Prozesse, die man startet in der WSL im Task Manager, weil diese Pico-Prozesse relativ gut integriert sind, beziehungsweise super integriert, weil du hast dann eigentlich, wenn du externes Monitoring hast, dann erwischt das Monitoring nicht nur die Windows-Prozesse, sondern auch alle WSL-Prozesse. Und seit kurzem gehen auch die zum Beispiel Background-Services und Daemons funktionieren jetzt auch ziemlich einwandfrei. Ja, oder man installiert sich das über den Windows Store, wenn man das denn mag. Jetzt nur kurz, ich habe jetzt sehr viel über WSL gesprochen, noch nichts richtig Konkretes. Ich mache dann am Schluss noch eine Demo, wo ich ein paar Sachen zeige. Und warum die WSL-Exe super gut integriert, zum Beispiel mit PowerShell, weil das ganze Piping, was wir unter das Unix-Piping und das PowerShell-Piping ist ziemlich gut verheiratet worden. Das heißt, ich kann jetzt da aus der PowerShell ein Linux-Kommando, ein WSL-Kommando sozusagen aufrufen und das Ergebnis wird nativ auf die PowerShell-Pipe zurück übergeben und es geht bidirektional, das ist das Lustige. Also da mache ich dann später eine kurze Demo. Kurz zusammengefasst, WSL ist eigentlich ein echtes Linux, das als Prozess in Windows läuft. Wir brauchen kein Zyklin mehr und das möchte ich Ihnen mitgeben, WSL ist in erster Linie für Entwickler und zum Ausprobieren gedacht. Also bevor ihr hergeht und jetzt irgendein Production Environment in der WSL ausführt, denkt vielleicht nochmal nach, das ist nicht das, was sie tun wird. Also da gibt es dann andere Lösungen. Da braucht man dann wieder virtuelle Maschinen und so oder eben irgendwas in der Cloud. Aber also WSL, Thema fällt später. So. Bitte. Die Frage war jetzt, ob man unterschiedliche Distributionen gleichzeitig installiert haben kann. Und ja, das geht sehr einfach. Und das ist von Haus aus unterstützt. Ich starte jetzt gerade
Das sieht man jetzt, da glaube ich Gott leider nicht. Aber ich kann das so machen. Da habe ich jetzt ein Ubuntu. Dann habe ich da jetzt wieder auf dem falschen Monitor eine Soße. Und weil ich lustig bin, starte ich mir jetzt noch Akali dazu. Und jetzt habe ich drei Linux-Prozesse sozusagen laufen und es ist jeweils eine vollwertige Bash. Und wenn man da jetzt sich das Ganze anschaut, dann ist das wirklich Ubuntu. Und das glaubt, das ist Ubuntu. Das hat alles, was ein Ubuntu hat. Nur, dass da vielleicht auffällt, wenn man da jetzt sich den Kernel anschaut, dass Microsoft da ein bisschen schummelt. Also da ist jetzt da ein Microsoft-Kernel drinnen, der eben dieser Kernel-Treiber in Wirklichkeit ist, der uns die Syscalls umbiegt. So, also es kommt später noch ein bisschen eine Demo. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht kurz melden, ich wiederhole dann die Frage. Wenn ich gleich darauf antworten möchte, wenn es schnell geht, dann mache ich das jetzt, sonst halte ich mir die Fragen für den Schluss auf. Jo, also PowerShell. Was kann man mit PowerShell machen? Ich sage mal so, was wir 30 Jahre lang mit gutem Gewissen behaupten durften, dass man in Linux alles mit einer Bash machen kann. Bald ist soweit, auf Windows mit der PowerShell. Also es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. Wenn man jetzt sagt, man hat ein Desktop-Betriebssystem, man hat Windows 10, da kann man schon sehr viel machen mit der PowerShell. Wenn ihr jetzt einen Windows Server habt, 2016 oder neuer, oder irgendein Server in der Cloud, einen Microsoft Server, dann kann ich alles mit der PowerShell machen. Es geht so weit, dass es gibt viele systemadministrative Tasks in Windows. Sagen wir jetzt mal ganz Standardbeispiel Active Directory Verwaltung, IIS, was es da sonst heute nur so gibt. Da ist es so, dass die API, die Richtung PowerShell exponiert ist, meiner Meinung nach die UI-Tools schon von der Usability her wirklich einfach nur schlagen. Es ist so, bevor ich 7 Klicks mache auf der UI, dass ich dann einen AD-User hinzufüge und in einer Gruppe eine tue, habe ich einen Einzeiler in PowerShell und gut ist. Und ich habe ein sinnvolles Ergebnis auf der Command-Line, das ich dann automatisiert weiterverarbeiten kann. Also, da ist schon, also das kann schon richtig was, wenn es jetzt um Windows-Administration geht. Das ist jetzt mal klassische PowerShell. Da reden wir uns noch nicht von der PowerShell Core. Das kommt jetzt dann auf der nächsten Slide. Also mit PowerShell kann man im Endeffekt bei Windows wirklich schon viel machen. Wie gesagt, der Vergleich, alles, was wir mit der Bash auf Linux haben machen können, Windows, PowerShell, jein, also bald haben wir es. Nur ein großer Punkt ist, die PowerShell ist am Anfang was anderes. Also wenn man das erste Mal mit was zu tun hat, es ist nicht wie die Command-Exe, es ist nicht wie die Bash. Sie haben sich größte wirklich viel Mühe gegeben, dass sie da jetzt was Zeitgemäßes, was Modernes machen, mit dem man sinnvoll arbeiten kann, vor allem in Richtung Automatisierung und Systemadministration. Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Die PowerShell Core ist das, was wir auch unter Linux, Mac und auch zum Beispiel auf Raspberry Pis haben, wobei Raspberry Pi die schwachen CPUs den vollen irgendeinen Instruction Sets, deswegen können die .NET Core nicht ausführen und PowerShell Core basiert auf .NET Core. Das heißt im Endeffekt alles, wo .NET Core drauf läuft, läuft PowerShell Core schon oder kommt PowerShell Core. Das Zeug kann da richtig was. Die PowerShell Core hat im Endeffekt sehr viele Built-in-Features-Helper. Im Endeffekt kann man auf alles zugreifen, was im .NET Core-Standard drin ist. Ja, es hat halt nicht die PowerShell ist nicht gleich PowerShell Core. Das heißt, in der PowerShell 5 zum Beispiel auf Windows hat man sehr viele WinAPI-Geschichten drinnen, die es halt auf Linux und Mac klarerweise nicht gibt. Und das sind die Dinge, die dann in der PowerShell Core fehlen. Ja, PowerShell Core 7 ist jetzt die nächste Version, die im Mai rauskommt. Die hat viele, viele Performance-Verbesserungen drin. Das basiert dann schon auf .NET Core 3, wenn ich richtig informiert bin. Und also das schaut sehr vielversprechend auch aus, schon von der Performance, weil bis dato war PowerShell doch eher langsam im Vergleich. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Bash-Skript gehabt hat und ein PowerShell-Skript, ja, das PowerShell-Skript hat mittlerweile das gleiche machen können, war halt 10-mal so langsam. Das ändert sich jetzt auch gerade. Ja, und solltet ihr euch für das Thema ein bisschen interessieren, beziehungsweise wenn ihr mal irgendwo eine Linkliste braucht, da gibt es so diese Awesome-Listen und da gibt es eine Awesome-PowerShell-Linkliste vom Yannick von Rotz, der hat das zusammengestellt, da ist wirklich, also Thema PowerShell, was für APIs gibt es bereits, was kann ich damit machen, wie mache ich es am besten, da mal diese Linkliste anschauen.
Jetzt habe ich schon ein bisschen besprochen, also angefangen zu sprechen über PowerShell und Bash. Wir alle sind wahrscheinlich ein bisschen vorgeprägt in Richtung Bash, weil das war einfach das, was wir hatten, das, was wir konnten. Ich glaube, mittlerweile Bash Version 5 oder so ist noch gar nicht so lang draußen und nicht so weit verbreitet. Die meisten sind, glaube ich, auf Bash 4 unterwegs. Und es gibt Unterschiede zwischen PowerShell und Bash. Aber nichtsdestotrotz ist es so, es kann Ähnliches, es ist aber nicht das Gleiche. So die größten Unterschiede für mich sind jetzt mal auf alle Fälle die Output-Streams. Standardmäßig, die meisten von euch wissen gut, es gibt ein Standard-Out, es gibt ein Standard-Error und das war es so im Großen und Ganzen. Stimmt nicht mehr. Also auf Bash, ja, mehr oder weniger. Auf PowerShell, nein. Die haben das viel gröber also die haben da viel mehr Streams draus gemacht, auf die man eben seine Infos legen kann und das hat auch einen guten Grund. Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Ruby oder Perl war, aber ich habe schon sehr oft gehabt, dass ich irgendein Skript gehabt habe, das hat dann was anderes aufgerufen, das hat dann hinten, glaube ich, doch Perl, irgendein Perl-Programm aufgerufen und es war dann so, auf einmal habe ich was am Standard-Error gehabt, ich habe nicht gewusst, warum. Und dann habe ich mir das angeschaut und mein Skript ist abgebrochen, weil ich dachte, ah, da war ein Fehler, aber dann war es nur eine Warnung. Und solange es Programme gibt, die einfach in Standard-Error hernehmen für Warnungen, uncool, weil dann kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich einen Fehler habe, wenn da was am Standard Error steht. Und das ist schon eher die Praxis, was, also zumindest aus meiner Sicht gefühlt. Und eigentlich ist der Standard Error für Fehler da. Ja, und in PowerShell haben sie das Problem gelöst. Sie haben einfach viel mehr Output-Streams gemacht. Und ja, wenn ich jetzt eine Info habe, die ich im Normalfall nie brauche, dann schreibe ich die auf einen Verbose-Stream, weil ja, der ist einfach verbose, den kriege ich normal nicht angezeigt, außer ich frage explizit drum. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem habe, dann gehe ich debuggen, dann sage ich, okay, hyphen verbose, dann heißt, gib mir bitte den verbose-Stream auch auf die Konsole aus und dann habe ich halt, keine Ahnung, jede Connection, die aufgebaut wird in einer API und dann sehe ich, gut, da hat er jetzt keinen Crumb zurückgekriegt und dann ist irgendwas nicht gegangen. Das heißt, ich habe einfach viel mehr Möglichkeit, dass ich meine Infos lenke. Das heißt, ich kann ein Skript machen, das sehr viel protokolliert, das im User im Normalfall nicht zeigt. Wenn ich sowas machen will, auf der Bash bin ich relativ limitiert, weil gut, ich kann das in irgendeine Files schreiben, aber dann habe ich es wieder in Files geschrieben, habe es nicht mehr auf der Pipe und das. Also da gibt es schon Verbesserungen meiner Meinung nach in der PowerShell. Und der eigentlich größte Unterschied in Wirklichkeit, wenn man das mit den Streams auch noch ignoriert, ist folgendes: CMD-Exe, Bash, was es sonst noch so gibt, an Command-Interpretern, an Shells, die arbeiten eigentlich alle mit Text. Das heißt, Text in, Text out oder halt irgendein Kommando in, Text out. Gut, jetzt könnte man argumentieren, gut, wir nehmen UTF-8 und wir machen irgendein BS64-Encoding und dann können wir Files drüber spülen und wir können theoretisch JSON und was auch immer. Es bleibt aber Text im Endeffekt. Also das ist einfach, das sind, auch wenn man sagt Binary, es ist im Endeffekt Text. Und auf der PowerShell ist das jetzt so, die arbeiten mit Objekten. Das heißt, immer alles, was man rauskriegt, ist ein Objekt. Das kann natürlich ein String-Objekt sein, dann hat man wiederum Text, aber es ist noch immer ein String. Das heißt, ich habe alle Methoden zum Beispiel, die Klasse String hat, mit dabei. Und da wird es jetzt interessant. Es ist nämlich so, dass mit Bash, da brauche ich dann meistens, aber wenn Bash mittlerweile viel kann oder auch die Command-Exe einiges an Funktionalität eingebaut hat, ich brauche einen externen Tools, ich brauche irgendein Set, ich brauche ein Grep, ich brauche Org, Perl, wenn es dann nicht mehr anders geht, wenn ich größere Sachen machen will. Und da ist einfach, da kommt PowerShell schon mit viel under the hood daher sozusagen. Also die haben Batteries included, steht auf irgendeiner PowerShell-Webseite, weil man ganz einfach im schlimmsten Fall auf die .NET-Sachen zugreifen kann und dann hat man halt schon wirklich viel, was man machen kann damit. Warum steht da Perl jetzt so groß drauf? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Perl war lange Zeit das Beste, was wir gehabt haben in der Systemadministration auf Windows. Teilweise dann, es gibt Strawberry Perl auf Windows und so weiter. Und das sind gültige Perl-Programme. Es ist nämlich so, also da unten habe ich den Link zu dem Blogpost, der das erklärt. Ich weiß, kurz Handzeichen, wer hat schon mal was in Perl geschrieben? Doch auch einige. Also mir geht es immer so, wenn ich jetzt ein Perl-Programm habe, das älter wie 30 Minuten ist, wenn ich es geschrieben habe, dann tue ich mir schon schwer, dass ich im Nachhinein weiß, was genau das macht und wie es das macht. Weil ganz einfach, wenn man diese Farbkleckse da in der OCR reinhaut, da kommen irgendeine Strings, random Zeichenketten raus, sind gültige Perl-Programme, weil im Endeffekt alles, was in der Zeichenkette ist, ein gültiges Perl-Programm ist. Warum erzähle ich euch das? Hat ein bisschen mit dem Beispiel da zu tun. Ich habe das vorher schon einmal kurz auf klein auf der Folie gehabt. Ein Grund, warum ich mittlerweile dazu übergegangen bin, dass ich sehr viel von dem, was ich, ich habe jetzt nicht so viel, aber ich habe zum Beispiel zu Hause ein paar Skripte, die zum Beispiel so
auf duplizierte Dateien sucht auf meiner NAS, die ich daheim habe, oder im Endeffekt, ich habe so eine kleine IP-Überwachungskamera, die schaut, ob sie in der Nacht mit Infrarot, sie wohnen neben einem Wald, da eine Rehe vorbeigehen oder was und die bei Bewegung Sachen aufzeichnen. Und im Endeffekt habe ich dann halt eine Skripte drüber rudern und alle Fotos löschen, die größer als x Tage sind oder was immer. Ich mache das mittlerweile alles in PowerShell, weil ich im Nachhinein, wenn ich das Skript noch einem halben Jahr anschaue, gleisig, was das Skript macht. Und da ist eben das eine Beispiel da jetzt, links und rechts macht das Gleiche. Das eine ist der PowerShell-Code, der ist natürlich sehr verbose, aber auch wenn keiner eine Ahnung von der PowerShell hat, liest er sich das durch und es ist quasi so nah an Echtsprache angelehnt, dass ich verstehe, was das Skript macht. Auf der rechten Seite, klar, die meisten von euch werden das jetzt da verstehen, dass das das Gleiche macht, aber man muss schon sich wesentlich mehr anstrengen und halt vielleicht zweimal überlegen, ob das wirklich dasselbe ist. Ja, und dann ist eben die Frage, wenn ich mir das noch nicht nach 30 Minuten wie ein Perl-Programm, sondern vielleicht nach einem halben Jahr nochmal anschaue, weiß ich dann noch, was das tut. Und viel schlimmer wird es, wenn ich diese Skripte kombinieren anfange. Also wenn ich da jetzt nicht so einen Einzeiler habe, sondern wenn ich ein ganzes Skript habe und das ruft ein anderes Skript auf und das ruft ein anderes Skript auf und ich muss mir da durchlesen und vielleicht einen Fehler finden, dann habe ich es lieber, wenn das quasi in Englisch dasteht. Also das ist jetzt persönliche Meinung. So, PowerShell und Bash. Jetzt einmal kurz zu euch was darüber erzählt. Wie gesagt, Demo kommt jetzt im Nachgang. Choclety. Choclety ist ein Paketmanager. Und zwar im Sinne von einem Paketmanager. Nur auf Windows. Das heißt, apt-get, yum, pacman, zipper, was auch immer. Es ist genau sowas. Es kann verwendet werden, ähnlich wie apt-get im Endeffekt. Das heißt, apt-get install oder halt Choco install auf Windows. Und damit kann ich aus einer, es gibt ein großes Community-Repository, das ist auf choclety.org/packages, von, keine Ahnung wie viel, 5000 oder mehr Softwarepaketen in, keine Ahnung, zigtausend Versionen mittlerweile, Pakete installieren auf Windows. Und das ist interessant, vor allem, wenn man jetzt nicht nur Anrechner hat, wo man zwischendurch einmal Software installiert, sondern das wird sehr interessant, wenn man hergeht und sagt, gut, ich habe jetzt 10 Rechner oder ich habe 100 Rechner in einer Firma und ich würde ganz gern dort überall diese 5 Anwendungen installieren. Und diese 5 Anwendungen haben vielleicht nicht alle MSI, die sind vielleicht nicht alle ZIP, das sind noch unterschiedliche. Und dann ist schön, wenn ich einfach einen Paketmanager habe, wo ich sage, gut, ich sage Choco install bla und dieses Paket wird dann installiert. Und dann habe ich halt von mir aus ein Skript, wo stehen dann halt 10 Choco installs drinnen oder ein Choco install mit 10 Paketen. Und ich führe genau diesen einen Befehl bei allen 10 Rechnern raus und muss mir um nichts scheren. Das heißt, Paketmanager auf Windows, der endlich einmal funktioniert. Und das Ganze basiert auf PowerShell und Nugget. Und im Endeffekt ist nichts anderes wie Nugget als Container und drin sind dann PowerShell-Skripts zum Installieren und Deinstallieren der Software und man braucht sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Choco selbst ist Open-Source-Software. Es gibt dann noch so die Business-Schiene mit ein paar Erweiterungen, wo es dann eher darum geht, wenn ich jetzt sozusagen noch mehr automatisieren will, wenn ich jetzt da viele Rechner habe, schauen will, dass die synchron bleiben, dass ich von mir aus den kompletten Paketindex von allem, was in Apps, Programs und Features drinnen ist, auch irgendwo hingemeldet bekommen möchte. Das gibt es zum Kaufen. Man kann sich vieles davon aber auch einfach selbst bauen, weil die CLI von Choco relativ offen ist und weil man damit schon sehr viel anrichten kann. Bitte? Also ist es schon möglich, dass man eigene Pakete... Es ist sehr einfach möglich, dass man neue Pakete macht. Man kann einfach sagen, also du brauchst nur Choco installieren, dann gibt es Choco, Leerzeichen New, Leerzeichen Paketname und du kriegst eigentlich eine Bauanleitung für das Paket, das so heißt, wo du eigentlich nur mehr so viel in die Blanks machen musst. Also Choco ist auch dafür gemacht, dass du selbst Pakete erstellst. Ja, und es gibt wesentlich mehr Pakete, da gibt es eine wunderbare Präsentation von Rob Reynolds, von dem Entwickler von Choco, wo er so einen Eisberg im Endeffekt in der Präsentation hat und da ist so, ja, das, der obere Teil vom Eisberg ist das offizielle Choco-Paket-Repository mit, keine Ahnung, 5000 Contributern und einigen Moderatoren, also die Choco-Pakete, die öffentlich verfügbar sind, die untergehen auch alle einer händischen Selektion sozusagen. Da schaut wirklich immer ein Mensch drauf und sagt, gut, das Paket macht jetzt keinen Blödsinn, das können wir freigeben und damit hat man da, also und Viren gescannt werden die Pakete auch und bla 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 und damit hat man ein bisschen Security dahinter, weil sonst wäre es ja relativ interessant, dass man irgendeine Schadsoftware über sowas verteilt, aber da die eben händisch verlesen und Viren gecheckt auch sind, kann man die mit relativ gutem Gewissen verwenden. Ich meine, in einer Firma würde ich das nicht machen, weil wenn jetzt 100 oder 200 Rechner haben, die ein Paket installieren, dann mag ich das nicht 200 Mal runterladen. Da kann man sie dann sehr einfach auch an
internen Paketserver herrichten, der das entweder cached oder überhaupt nur eigene Pakete intern verwendet. Also wenn ihr Joku noch nicht gekannt habt und ihr müsst was mit Windows tun, schaut es euch einmal an. Der Grund auch, warum ich damit zu tun gehabt habe, ist, da wir eben bei KS Engineers auch Joku verwenden und das zum Beispiel jetzt da einsetzen, um Entwicklerrechner herzurichten und Server herzurichten. Das heißt, da gibt es dann einfach ein Skript, da steht drin, dieses Paket muss installiert werden, Skript drauf, gehst Kaffee trinken, 2 Stunden später ist fertig. Also, und da reden wir jetzt schon von relativ großen Deployments von 100 Paketen und mehr, wo jetzt da 2, 3 Visual Studio Versionen drin sind, wo jeder recht lang installiert. Und ja, bitte? Es können auch Windows-Updates ausgerollt werden. Sternchen. es gibt... von ganzen Systemen... Also man kann Windows-Updates installieren. Es gibt auch es gibt verschiedene Paketquellen. Du kannst Windows-Features über Joku installieren. Du kannst auch Windows-Updates über Joku installieren. Allerdings wird Joku sehr häufig kombiniert mit einem anderen Tool, wie zum Beispiel im SCCM oder, keine Ahnung, irgendein Ansible oder was im Hintergrund für die Konfiguration. Also Joku selbst wird in erster Linie verwendet als Paketmanager zum Installieren von Software. Updates geht auch. Also prinzipiell, du kannst alles in ein Joku-Paket backen, was du mit PowerShell machen kannst. Du hast jetzt was sehr Gutes angesprochen. Bei Updates ist ja häufig so, und auch ich habe gesagt, gut, wir installieren Visual Studio Versionen mehrere zwischendurch, wenn du Windows Software installierst, gibt es ja dieses ungute Tier Neustarts. Weil, so, Entschuldigung, bitte noch eine Frage? Der Vorteil gegenüber Ansible ist, es ist was anderes. Das eine ist Paket- und Software-Management und das andere ist System Configuration. Die arbeiten sehr gut miteinander zusammen, aber man kann das auch mischen. Also ich habe leider selbst den Fehler gemacht, dass ich Konfiguration auch in ein Joku-Paket gepackt habe und dann einfach eine Konfiguration über das Installieren eines Joku-Pakets angepackt hätte. Genau. Der Vorteil ist, also du musst dich entweder einmal in Ansible, in deinem Cookbook oder wie es bei Ansible heißt, darum kümmern, dass du die Software richtig installierst oder einmal im Joku-Paket in der PowerShell. Ich sage jetzt mal so, Joku-Pakete haben den Vorteil, du hast ein riesiges Repository an bereits vorgefertigten Joku-Paketen, die dir eben eine Software schon zu 99% richtig konfiguriert installieren können und du kannst die einfach hernehmen und reusen. Das heißt, du hast eine ziemliche Informationsquelle, was du noch schauen kannst. Und wie gesagt, also du kannst das über Ansible machen und ich würde das immer Ansible bevorzugen, bevor du jetzt hergehst und sagst, gut, ich habe jetzt ein Batch-File und ich kopiere das Batch-File hin und mache das dann dort. Es ist halt, ja, man kann es damit machen, aber es ist modularer und irgendwie finde ich es schöner, wenn es einfach die sozusagen Ansible verwendest, um Joku aufzurufen und die Pakete zu installieren. Also ich würde das in Kombination sehen. Und es ist nicht ganz das Gleiche, man kann das Gleiche damit machen. Das ist, ja. Windows Updates, sage jetzt noch, also es ist eh mein nächstes Slide im Endeffekt. Joku und Boxdata. Boxdata ist jetzt ein Tool, das komplett auf Joku aufbaut, das im Endeffekt viele, viele PowerShell-Skripte sind, die Joku verwenden, die Joku noch besser machen, weil sie so Sachen können, wie zum Beispiel Reboot Resiliency. Wenn jetzt ein in Windows Software installiere, wie auch immer das sein mag, kann es sein, dass ein Reboot notwendig wird. Wenn ich Windows Updates installiere, ist es sehr wahrscheinlich, dass Reboots notwendig werden. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, gut, wenn ich jetzt schon so ein Profi-Tool wie Ansible am Start habe, wo ich sage, gut, Ansible schafft es, dass der dann automatisch neu startet und dass er dann weitermacht mit der Installation, habe ich schon was. Aber bis dato war es im Endeffekt schwer, solche Sachen zu machen. Und mit Boxdata habe ich eben genauso ein Werkzeug, wo ich sage, installiere diese Joku-Pakete und starte so oft neu, wie du musst. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, Boxdata, installiere mir dieses Skript, da sind 100 Joku-Aufrufe drauf, drin in dem Skript, und er checkt nach jedem Joku-Aufruf, muss jetzt neu starten, und wenn er neu starten muss, dann startet er einfach neu, meldet sich automatisch wieder an als der User, der das gestartet hat, initial, und macht dann weiter. Und das ist dann halt schon richtig cool, wenn du eine große Installation, ein großes Deployment hast, wo der Rechner häufig neu starten muss und du startest das einfach und gehst heim und am nächsten Tag ist fertig.
Die Credentials werden verschlüsselt in deinem, ich glaube, im User-Verzeichnis gespeichert, solange er neu starten muss und am Schluss wieder weggeschmissen. Allerdings ist das mit diesem ZIF-Store oder was, das heißt, du kommst zu den Credentials nur an dem Rechner wieder dazu. Das heißt, du kannst zwar decrypten, aber nur auf dem Rechner, der es encrypted hat. Und sobald du das File irgendwo anders hinkopierst, wenn du es aufmachst, siehst du eh nichts, du kannst nur, ja, wie gesagt, auf dem Rechner kannst du es wieder decrypten und verwenden, sonst kannst du nichts damit machen. Und der Boxer, der schmeißt es ja wieder weg, sobald er es nicht mehr braucht. Er muss natürlich auch andere Sachen machen. Security-technisch würde es nur verwenden, eben zum initialen System-Setup, weil der Boxdata schaltet zum Beispiel die UAC aus auf Windows 10. Ist jetzt auch nicht das, was man unbedingt machen würde in einem Produktivsystem oder beim Kunden oder so, aber es hilft halt nichts, wenn ihr Software habt, die Adminrechte braucht, zum Installieren irgendein Setup, und das ist halt gefühlt jedes zweite, dann hilft es mir nichts, wenn dann das Pop-up kommt von dem Windows UAC, möchten Sie das jetzt wirklich tun, das kannst du einfach nicht brauchen in einem automatisierten Setup, und deswegen schaltet der Boxdata halt die UAC aus während der Arbeit und dann wieder ein, beziehungsweise stellt den Status wieder her, der davor war. Ja, also wer Jok, also zusammengefasst, das war es jetzt einmal von WSL, PowerShell und Choclatey. Jetzt habe ich ein bisschen vorgeschwärmt, warum ich das cool finde und warum ich es verwende. Und jetzt da hätte ich eigentlich noch ein paar Sachen als Demo vorbereitet. Und wenn es noch Fragen gibt, beziehungsweise wenn ihr was Spezielles sehen wollt, dann bitte jetzt. Die Frage war, ob PowerShell jetzt die bessere Bash ist. Nein. Es ist was anderes. Es ist was anderes wie die Bash. Ja, man kann auch eine Bash auf Windows installieren. Es ist auch eine Shell, aber es ist was anderes. Und ich will mir jetzt nicht 2000 Fenster lehnen, aber ich lehne mich gar nicht 2000 Fenster. PowerShell ist nicht die bessere Bash. PowerShell ist auch nicht die neue Bash. PowerShell ist ein neues Tool, ist eine neue Shell, die Power im Namen hat und auch sehr powerful ist im weiteren Sinne. Man kann richtig viel damit machen. Und ich schreibe jetzt meine, also wenn ich ein Bash-Skript habe, ein altes von mir und dran was modifizieren müsste, dann schreibe ich es neu in PowerShell. Also das ist jetzt mein aktueller Stand. Das kann man sehen, wie man will. So, dann schalte ich da jetzt einmal um auf einen Demo-Modus, hoffe ich. Wo ich das gleiche sehe wie ihr. Das schaut schon mal ganz gut aus. So, was könnte man da jetzt zum Beispiel machen? Also ich habe da jetzt eine PowerShell offen und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich das größer machen kann. Nein, das ist es nicht. Sehr gut geht das. Bearbeiten. So, ich glaube, das müsste da irgendwo sein, oder? Ja, probieren wir das einmal. So, das kann man einigermaßen sehen. Gut, ich habe jetzt eine PowerShell offen. Und mit der PowerShell bin ich jetzt eben in einem Verzeichnis, wo ich ein paar Tech-Files, also LaTeX-Files habe. Und im Endeffekt kann ich da jetzt hergehen und mit der PowerShell gibt es halt viele Aliase auch, die es als Unix-Kommandos gibt, zum Beispiel ls, einfach Verzeichnis auflisten, kennt jeder. Das gibt es in PowerShell jetzt als Alias. Also der Alias ls, der geht auf ein GetChildItem. Also das GetChildItem ist als Äquivalente zu im Endeffekt ls in Linux. Nur, dass das GetChildItem mir jetzt Objekte zurückgibt und nicht nur Text. Man kann das jetzt ganz einfach sehen, indem ich jetzt das, was vom GetChildItem zurückkommt, mit einer Pipe auswert. Und jetzt mache ich einen, also warte, ich sollte jetzt nicht die Abkürzung verwenden. Jetzt sage ich einfach for each Object, das dazukommt, mache ich jetzt was. Da habe ich so ein bisschen Mix aus einer Lambda-Syntax. Da gehe ich jetzt her und sage ganz einfach, gut, für jedes dieser Elemente, die zurückkommen, hole ich mir einfach von diesem Ding, das ist das $_, den Namen. Und jetzt dann gebe ich mir im Endeffekt nur den Namen von den Objekten aus. Das heißt, jedes dieser Objekte, die dazukommt, hat offensichtlich eine Property, das heißt Name. Und wenn ich jetzt nicht getChildItem mache, sondern getItem und zum Beispiel auf die main.pdf, dann sehe ich das auch schon ganz gut, weil ich kriege da jetzt im Endeffekt ein Objekt zurück, das eben
Properties hat. Und ich kann auf jedes dieser Properties zugreifen. Wenn ich jetzt sowas in einer Bash machen würde, dann müsst ihr jetzt schon wieder zwei, drei Sachen kombinieren. Das heißt, da müsst ihr einerseits einmal mit einem Feind oder was oder mit einem List mir die Namen sozusagen holen und dann mit einem anderen Tool auf die Eigenschaften zugreifen. Natürlich geht das Ganze, da habe ich es jetzt halt billiger, sagen wir mal so. Gut, also PowerShell, ja, Objekte, bla. Schauen wir uns was anderes an. Wir haben vorher über die WSL geredet. WSL hat ein paar Eigenheiten, was auch gut ist, wenn man die kennt. Wenn man jetzt das erste Mal mit WSL in Berührung kommt und jetzt einmal, keine Ahnung, WSL eintipselt, dann stürzt man da jetzt in eine Distribution. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, warum stürzt ihr jetzt, wenn ich WSL eingebe, in eine Distribution rein und warum fragt er mich nicht, welche ich auswählen will? Es ist ja so, wir haben vorher schon die Frage gehabt, kann man mehrere Distributionen installieren? Ja, kann man. Und das war eine super Frage, weil ich kann dann mit WSL, ich glaube, config list mir die Distributionen ausgeben, die ich aktuell installiert habe. Also ich habe jetzt gerade 4 Distributionen installiert und eine davon ist Standard. Und die Standarddistribution ist jetzt die mit WSL sozusagen erwischt. Das heißt, mit WSL komme ich in das Ubuntu rein. Ich kann aber auch ganz normal Ubuntu 18.04 aufrufen und komme auch ins Gleiche rein. Wenn ich jetzt ein Skript schreibe in PowerShell, ist die große Frage, verwenden wir besser, keine Ahnung, Ubuntu 18.04 oder verwenden wir besser WSL? Es kommt darauf an, was ich machen will, wie immer. Die ganzen Distributionen werden zum Beispiel ein grep haben, viele werden ein apt-get haben, viele werden ein set haben oder von mir aus, keine Ahnung, was es halt so als Unix-Tools gibt, die man im Normalfall verwendet. Wenn ich so ein Standard-Unix oder GNU-Windows, halt immer GNU-Tool verwenden würde, das in jeder Distribution gibt, naja, dann verwende ich besser WSL in meinen Skripten, weil dann ist wurscht, dann kann ich das weitergeben und jemand, der zum Beispiel SUSE präferiert, hat dort drin auch ein grep und hat dort drin auch, keine Ahnung, Wordcount oder was auch immer an den Standard-Tools sozusagen vorhanden sein müssen oder hat er Feind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel WSL Feind Stern macht, dann nimmt er jetzt ganz einfach diesen Feind Stern Befehl und führt den in der Distribution WSL, in der Default-Distribution aus. Das Ganze muss jetzt aber nicht in Ubuntu laufen. Ich kann auch hergehen und sagen, wie zum Beispiel in meinem Kali kann ich Feind Stern machen. Das wird mir nicht genau das gleiche machen, das ist der Vorzeigeffekt. Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Nee, das Kali startet so schon. Ach, sehr gut. Vorführeffekt. Also, wenn ich einen Befehl ausführe, wird der nur so direkt durchgeroutet? Kann sein. Ubuntu run. Dankeschön. Passt. Das heißt, der Herr in der ersten Reihe hat mich gerettet. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und diesen Feindbefehl in einer beliebigen Distribution ausführen. Danke. oder eben mit WSL in der Default-Distribution. Warum will man das machen? Wenn jetzt zum Beispiel ein PowerShell, ich bin da jetzt in der PowerShell und ich verwende jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein GetDate, um mir das Datum zu holen mit einem Zeitstempel und ich möchte jetzt mehr damit machen oder ich möchte das jetzt da weitergeben an irgendein Linux-Tool. Ich möchte jetzt da, keine Ahnung, ein Perl-Executable aufrufen oder irgendein natives Linux-Binary, das was macht mit dem. Das muss jetzt natürlich nicht das String mit dem Datum sein, aber kann sonst irgendwo sein. Dann kann ich jetzt sagen, okay, nimm jetzt da das, was du von der PowerShell da kriegst und gib es weiter an die WSL und gib es weiter über die Pipe. Und jetzt kann ich sagen, naja, Klassiker, jetzt habe ich was von der PowerShell genommen und direkt in meine Distro eingegeben. Und das Lustige ist, ich kriege das Ergebnis jetzt wieder zurück in die PowerShell. Das heißt, das liegt jetzt auf meiner PowerShell-Pipe. Und ich kann jetzt hergehen und das weiterverarbeiten. Ja, und jetzt habe ich es wieder in der PowerShell gehabt. Und jetzt habe ich es wieder in der PowerShell-Command-Line eingeschmissen. Also die WSL und die PowerShell interagieren sehr gut miteinander. Man kann das jetzt auch umdrehen und ich kann jetzt hergehen und jetzt gehe ich auf die andere Seite, jetzt gehe ich in mein Linux rein. Das heißt, ich bin jetzt im Ubuntu drin und habe im Endeffekt jetzt halt ein Bash laufen.
Und ich kann jetzt auch von der Bash wiederum zurück auf die PowerShell gehen und mit der was ausführen und das Ergebnis nehmen und dieses Ergebnis dort dann im Linux weiterverwenden. Das heißt, ich kann jetzt sagen zum Beispiel PowerShell, keine Ahnung, ein GetChildItem zum Beispiel. Jupp. Und ich habe jetzt halt die GetChildItem von der PowerShell und kann jetzt da damit was auf der Bash machen. Das heißt, keine Ahnung, kann jetzt zum Beispiel grepen noch. Sehr gut ist das gegangen. Also es hat funktioniert, aber irgendwie habe ich gleichzeitig sehr gut. Oh. Sehr gut, das hat die Eigenschaften von der Bash übernommen. Cool. Ja. Es hat funktioniert. Es hat auch was Schräges anderes gemacht, aber es hat funktioniert. Und was ich euch jetzt dann noch ganz abschließend zeigen wollte, ist, ich starte jetzt zum Beispiel, nein, im Kali habe ich es nicht, ich glaube im W-Linux habe ich es. Es gibt dann Distributionen, die schon besser mit Windows integriert sind wie andere. Ich bin jetzt zum Beispiel in so einer Linux-Distro drin, in einer WSL-Distro drin, das ist die Penguin, die kostet leider 9 Euro im Windows Store. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist, aber die hat ein paar coole Features. Zum Beispiel bin jetzt im Linux drin und habe jetzt eine UI-App vom Linux aus im Windows geöffnet und kann damit arbeiten. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Emacs, das ein bisschen besser performt, als wie die für Windows kompilierte Version von Emacs. Jo. Die Zeit ist jetzt interessanterweise doch schon fast um. Das heißt, sollte noch jemand eine Frage haben, ups, das sollt ihr nicht sehen. Das geht nicht. Ah, wurscht. Ich glaube, wir sind durch. Wenn es noch Fragen gibt, bitte jetzt, sonst bedanke ich mich für die rege Teilnahme. Bitte. Das erste, was ich gemacht habe mit der WSL, war, ich habe einmal, also die Frage ist, wie das jetzt ausschaut, weil das erste, nachdem es in die Open Beta gekommen ist, ja, mal einen X-Server installieren oder auf dem X-Server einen alten Atari 64-Emulator, den es auf Windows nicht gibt, C64-Emulator, Entschuldigung. Ja. Das heißt, wie schaut das jetzt mit X-Server-Integration in die Bash aus unter Windows? Es ist so, dass beim WSL kommt kein X-Server mit. Es ist so, es gibt so, keine Ahnung, ich kenne jetzt nur 3, 4 verschiedene X-Server, die man auf Windows installieren kann. Und im Endeffekt ist es so, dass du einen X-Server als Dienst auf deinem Windows installierst und das WSL kann dann mit dem X-Server sich connecten. Und das ist genau das, was da jetzt im Penguin passiert ist. Das Penguin hat halt standardmäßig Display 0.0.0 oder was eingerichtet und bei den anderen Distros musst du das im Endeffekt händisch machen, aber es geht dann genauso. Das heißt, du kannst einen beliebigen X-Server auf Windows installieren. Da gibt es welche, die performen relativ gut, wie der, ich glaube, der X410 oder wie er heißt. Und ja, so funktioniert das dann. Also du hast dann Dienst im Endeffekt und die WSL kommuniziert dann eben mit dem Dienst und kommuniziert mit dem nativen X-Server, der dann auf dem Windows draufläuft. Es ist performance-technisch, also 3D-Rendering würde ich jetzt nicht machen damit, aber es geht. Und wenn, solange man eben jetzt so Sachen wie einen Texteditor oder vielleicht mal einen Browser oder was laufen hat, ist das überhaupt kein Thema. Ich würde die WSL in Wirklichkeit eher nicht dazu verwenden, um ein Spiel zu spielen oder so, sondern wann braucht man die WSL? Im Endeffekt, das Ding ist ja für Entwickler in erster Linie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel klassischer Anwendungsfall eine Node-Anwendung habe und die läuft nochmal auf irgendeinem Webserver, auf einem Linux-Webserver und die entwickelt das Ding jetzt aber in Windows, weil ich halt mal Visual Studio Code oder was auch immer alles auf Windows habe und ich möchte jetzt testen, wie verhält sich das, wenn es auf dem Linux läuft, naja, dann gehe ich halt her und reiße mir eine WSL auf und installiere dort apt-get install Node.js und dann kann ich meine Node.js-Anwendung direkt im WSL ausführen. Das habe ich jetzt vorher nicht erwähnt. Es gibt auch für zum Beispiel Visual Studio Code schon die Erweiterung und die Plugins. Wenn du zum Beispiel das Node, wenn du das Node-Plugin für Visual Studio Code installierst, dann hat er auch schon die Möglichkeit, der erkennt, dass du WSL hast und kannst sagen, ja, führe das bitte im WSL aus. Das heißt, dann kannst du direkt von deiner Windows-Umgebung aus das sogar debuggen auf Node, das in Linux auf dem Windows läuft. Das wird dann kompliziert. Ja, grüß dich. Wie schaut es denn aus mit Zugriff von diesen ganzen WSLs auf Netzwerkshares?
die unter Windows gemountet sind. Muss man die extra mounten oder sind die schon irgendwo zugreifbar? Es werden standardmäßig, glaube ich, nur die Fixed Disks gemountet. Das heißt jetzt zum Beispiel also die Hard Drives. Was du machen kannst, das ist eigentlich eine gute Frage, was du machen kannst, ist immer, dass du über Samba zugreifst. Also, dass du die extra mountest, wie du schon gesagt hast. Was du allerdings auch machen kannst, ist, dass du den Netzwerkordner nicht auf ein Laufwerk mountest, sondern zum Beispiel auf, in einen Ordner rein. Und dann kannst du über den Ordner gehen. Das heißt, zum Beispiel C wird weitergeroutet sowieso, also der System Drive. Und wenn du jetzt auf C einen Ordner, keine Ahnung, NetShares machst und dort dann deine Netzwerklaufwerke reinverbindest den Ordner, dann kannst du so navigieren. Also, das würde ich machen. Sonst noch Fragen? Frage war, ob jetzt Sockets funktionieren. Meines Wissens nach ja, allerdings noch nicht so lang. Es ist so, dass der Zugriff, also netzwerktechnisch hat sich sehr viel getan in der Insider-Preview 19.03, die jetzt halt noch nicht, glaube ich, ganz offiziell draußen ist. Dort sind sehr viele coole Features dazu gekommen, wie zum Beispiel der direkte Zugriff von Windows auf das WSL drive-mäßig. Also das habe ich in meinen Slides gehabt, das ist dann / WSL $ Distro-Name und damit kannst du dann wirklich sozusagen da reingreifen. Ich glaube, das ist der gleiche Insider-Preview gewesen, der auch zum Beispiel die Line-Feeds für das Notepad, also die Linux-like Line-Feeds im Notepad aktiviert haben. Da hat sie jetzt in letzter Zeit sehr viel getan, da allerdings eben zum Beispiel Node.js quasi das läuft, nehme ich an, dass die Sockets mittlerweile laufen. Also es geht sehr viel im WSL, es wird wahrscheinlich immer nur Sachen geben, die noch nicht so gut gehen, aber die arbeiten da aktiv dran und nehme an, es wird immer besser werden. Eine Frage gibt es noch? Ja. So, die Frage war, ob man beim Joco-Paketmanager in Windows ein Update machen kann, um die installierten Pakete, also die schon am Rechner vorhanden sind, hochzuziehen, zu aktualisieren. Ja, geht. Also es ist so, die Joco CLI kann prinzipiell sehr viel. Es ist so, es ist also ein klassischer Paketmanager wie apt-get. Ich kann sagen apt-get install oder im Joco install Firefox. Und mein Firefox ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil er sich selbst aktualisiert. Irgendein Ding, Notepad++ zum Beispiel. Na, das aktualisiert sich ja selbst. Software X, die sich nicht automatisch selbst aktualisiert. kann ich ganz einfach, wenn ich es einmal mit Joco installiert habe und dann sage Joco Upgrade Paket X, dann aktualisiert er das. Ich mache eigentlich ja immer regelmäßig Joco Upgrade All und damit aktualisiere ich alle Pakete, die ich auf dem Rechner installiert habe. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man sagt Joco Sync, dann tut er alle Pakete, die auf dem Rechner sind, in Joco-Pakete umwandeln, in so virtuelle zumindest, und dann habe ich, das geht anhand von der ID und ein bisschen Magie, die der Entwickler von Joco nicht vor Ort, dann habe ich im Endeffekt alle Programme, die ich schon vor der Installation von Joco am Rechner hatte, im Joco-Index drin und dann kann er auch die weiter aktualisieren. Das allerdings ist ein Business- bzw. ein Pro-Feature, das kostet dann ein bisschen was. Ich meine, das ist nicht teuer, aber dann kann ich sozusagen auch die Software, die außerhalb von Joco daherkommen ist, damit verwalten, aktualisieren, weiterziehen. Somit holen sie dann ihr Kohle für Firmen. Gut, ich habe ein paar Sticker mitgebracht. Jeder, der Joco-Sticker oder ProGrad oder Inedo-Sticker haben will, der soll einfach noch zu mir kommen und ich muss dann schauen, dass ich zu meinem nächsten Vortrag komme. Der ist in 10 Minuten nebenan. Dankeschön.